Vielleicht noch ganz kurz zu den Versionsunterschieden. Neben der Pro X haben wir noch ein Sendco Pro X Suite. Ich würde es gerne wegnehmen, aber es stützt unser Plakat. In der Suite haben wir noch zusätzlich, was im Sampler auch drin ist, ist die Independent Sampler Workstation. Also wirklich eine komplette Sampler Workstation mit unzähligen Instrumenten. Da haben wir in der Pro X nur, sage ich mal, 12 GB Content. In der Suite, da haben wir nochmal draufgelegt, da sind 70 GB bei, das wird auf 9 DVDs ausgeliefert. Des Weiteren noch in der Suite dazu ist die Analog Modeling Suite Plus. Einen davon kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen. Das ist, die werden überwiegend im Mastering-Bereich angewendet. Das sind sehr algorithmenstarke, an Hardware orientierte, ich sag mal High-Grade Mastering-Plugins. Das geht alles in Richtung Kompression, Tape Simulation etc. Das ist noch in der Suite mit drin und der Wendel, unser virtueller Gitarren- und Bassverstärker. Das zeige ich auch mal. Das ist lustig, wir haben jetzt alle Effekte auf einer Spur. Ich will mal wissen, wie das denn der klingt. Das ist der Wendel, der ist auch schon relativ bekannt. Der kam schon mit der 11. Das ist ein Gitarren- und Bassverstärker, der anders als bei den meisten Wettbewerbern nicht mit Impulsantworten arbeitet, also vielleicht schon gut klingt, aber ein relativ statisches Bild hat, sondern der arbeitet mit Physical Modeling. Der berechnet den ganzen Signalweg eigentlich komplett durch, von der Gitarre bis zur Lautsprecherspule und ist dadurch sehr lebendig. Von dem Wendel ist im Pro X nur eine kleine Version. Das sind eigentlich die Hauptunterschiede. Das Programm selbst, also Plug-in-Slots, Surround-Mixing etc., das Programm ist identisch. Da machen wir keine Unterschiede mehr mit, ja, du hast da aber zwei Knöpfe weniger oder so, das versteht auch kein Kunde.